Wertvoll kochen wird präsentiert vom Fränkel Kochclub. Hallo liebe Zuschauer von Wertvoll kochen. Christian Lieb vom Preußstüble, der Meckhatzer und ich kochen für Sie heute zum ersten Mal was Adventliches. Eine Poulardenbrust in Weißweinsauce mit Selleriepüree und Spekulatius Crunch. Fangen wir an. Perfekt, legen wir los. Bereitest du mal das Selleriepüree vor? Genau. Und ich zeige mal ganz kurz. Also bei uns an der Poularde machen wir immer den Flügelknochen, befreien wir von der Haut. Erstmal sieht es sehr schön aus und die Abschnitte können wir dann wunderbar nachher in unsere Soße verwenden. Wie machen wir das Püree, Christian? Ganz wichtig, natürlich erstmal den Sellerie schälen. Okay. Dann oft habe die Wurzelstelle und da drinnen natürlich auch noch ein bisschen Erde. Okay, ja klar. Und da tut man sich extrem schwer, die rauszuwaschen. Da empfehle ich einfach, da muss man manchmal ein bisschen großzügig sein und den einfach mal wegschneiden, weil ich meine, in unserem schönen Püree möchte ich jetzt nicht unbedingt einen Boden drin haben. Na, das knischt so beim genau. Essen, glaube ich. Und dann ganz einfach wie ein normaler Püree, ich schneide den jetzt relativ vorfällig, relativ fein, geht schneller beim Kochen. Dann werde ich den ganz kurz anschwenken, auch ein bisschen, das mit ein bisschen Öl. Bisschen mit Öl, darf ich schon mal einen Topf? Ja. Dann, wenn wir angeschwenkt haben, wird es abgelöscht mit einem Schluck Weißwein. Jawohl. Und dann kommt ein bisschen Sahne, ein bisschen Milch hinzu. Ja, und dann köcheln wir das weich, oder? Genau. Okay. Dann wird es erstmal gekocht, dann tun wir es noch ein bisschen abwürzen mit Salz, Pfeffer, Muskat. Okay, super. Und genau, und dann, wenn es dann durchkocht ist, dann tun wir es einfach mit dem Stabmixer pürieren. Genau. Und das ist dann so unser Püree. Genau, so machen wir es. Und ganz zum Schluss kommt noch ganz Stück die Butter rein, dass es noch ein bisschen sämig wird. Cool. Und dann ist das eigentlich. Jetzt verrat uns doch mal, was hast du dir für Weihnachten dieses Jahr schon rausgedacht? An Essen, an Menüs? Boah, da hast du noch keinen Kopf gemacht? Da bin ich noch nicht so weit. Ich bin derzeit ist bei uns einfach nur ein bisschen so die Ente im Fokus und dann kommt der nächste Schritt, aber das wird relativ auch auf Wild rauslaufen und das einfach auch eine relativ weihnachtliche Soße. Und genau, so vielleicht ein bisschen mit Lebkuchen oder so. Genau, also eher halt klassisch, aber dann Blaukraut, halt vielleicht dann wie du dein Kochstyle ist, vielleicht mit Datteln oder sowas, dass man einfach ein bisschen, das Weihnachtliche reinkriegt, mit Zimt, mit Aromen. Genau, also aber das mit darf viel ja dir mit als gelernter Patissier oder Konditor nicht fremd sein. Also Weihnachten gibt halt ganz viele Gewürze her. Da hat man das ganze Spektrum und da kann man mit ganz viel arbeiten und einfach viel spielen. Und ich glaube, das ist einfach auch wichtig, dass man da einfach mal ein bisschen mit neue Aromen spielt. Und ich denke auch, wir haben wunderbare Grundprodukte, ob das jetzt Geflügel ist, Hähnchen, Schwein, Rind. Und dann darf man ruhig auch mit anderen Aromen arbeiten, wie orientalisch oder so. Also ich finde das immer ganz spannend. Genau. Jetzt lassen wir das schön schwitzen. Genau. Dann könnte man im Prinzip ja schon mal die Brüschle. Poulardenbrüschle ein bisschen abwürzen. Gibt dir mal Pfeffer und Salz. Danke schön. Ich denke, dass das eigentlich reicht, weil wir machen eigentlich ein helles Gericht mit einer Glühweinsauce. Dazu haben wir einen weißen Glühwein ausgewählt. Weil mit rotem Glühwein, da würde dann natürlich die Soße dann in das Hähnchen oder in die Poularde rübergehen. Und wir würden dann natürlich auch das Fleisch ein bisschen verfremden, von der Farbe her. Genau. Das ganz klassisch Salz, Pfeffer, das reicht vollkommen, oder? Genau. Und dann braten wir das auch schön in Öl an, oder? Genau. Also ich würde immer auf der Hauptseite anfangen, so als kleiner Tipp, dass die gleich knusprig bleibt. Die muss kross werden, dann drehen wir es ganz kurz um und dann kommt eigentlich das Brüschliche in den Ofen. Okay. Und dann ziehen wir es ganz langsam durch. Und vom Ansatz machen wir ja da dann nachher eine kleine Soße, oder? Genau, da machen wir ein bisschen Karotte rein. Dazu schneide ich jetzt einfach mal die Karotten. Ein bisschen was von denen Schalotten machen wir rein. Jawohl. Ganz wenig und dann tun wir das auch in dem Ansatz von uns für Brüschle. Ja. Wollen wir das ablöschen. Ja. Und dann lassen wir es einfach ein bisschen einköcheln, kommt ein ganz kleines bisschen Kalbsfond obendrauf, dass man einfach gleich gewisse... Also Kalbsfond kann man beim Geflügel schon auch durchaus nehmen, weil es einfach ein bisschen neutral ist. Die Pfanne ist jetzt schon mal sehr heiß, oder
Sie hören schon, wie wunderbar jetzt die Haut knistert. Die wird jetzt dann ziemlich relativ kross. Wir haben den Backofen schon mal auf 180 Grad eingeschalten, weil wir lassen das nachher, wenn wir es angebraten haben, schön auf dem Blech im Ofen fertig garen, damit es schön durchgeht. Weil Geflügel sollte man schon im Regelfall durchbraten. Nächste Salmonellengefahr, dass wir da auf der sicheren Seite sind. Genau. Saftig soll es bleiben, aber nicht roh. Genau. Oder? Das ist, glaube ich, so das Richtige. So, dann nehmen wir einfach einen Schluck Weißwein, um unsere Sellerie-Wurfwelle abzulöschen. Mhm. Mhm. Und dann machen wir auch wieder, ich gehe da immer gern hin, ich mache halb Milch, halb Sahne. Man könnte natürlich auch nur Sahne benutzen, aber dann wird das Mama einfach ein bisschen zu schwer und zu, ich sag jetzt einfach mal, so können wir einfach ein bisschen von dem Fettgehalt ein bisschen reduzieren. Okay. Und es wird alles ein bisschen leichter und es ist nicht ganz so schwer danach. Genau. Das wird dann so mächtig, oder? Genau. Okay, gut. Hier drehen wir das runter. Cool. Palette hättest du mir nicht, ne? Sie sehen schon wunderbar, die Haut ein bisschen kross wird. Genau, so ist sie perfekt. Schön. Dann köchelt es. Machen wir gleich ein bisschen Salz, Pfeffer rein. Jawohl. Und ein bisschen Muskat, ganz klassisch. Dann geben wir jetzt die Poladenbrüstel in den Ofen, würde ich vorschlagen. Genau. Können wir gerade den Teller da benutzen. Oder ich habe das Blech. Oder das Blech, genau. Ist noch besser. So, liebe Zuschauer, unsere Poladenbrüstel wandern jetzt in den Ofen, dürfen sich bei 180 Grad ausruhen, wie wir auch. Wir gehen kurz in die Werbung und freuen uns, wenn Sie nachher wieder dabei sind. Hallo, herzlich willkommen zurück aus der Pause. Christian und ich, wir haben jetzt gerade die Soße schon vorbereitet, Schalotten angeschwitzt, die Karottenwürfel. Wie gehst du jetzt weiter vor? Jetzt seht ihr es einfach ein bisschen ablöschen, haben wir ja schon mit unserem Glühwein. Genau. Seht einfach von dem Kalbsfond ein bisschen was dazugeben. Das wird dann eine ganz leichte Soße. Also passt wir brauchen sie eigentlich nicht mächtig zur Poularde, oder? Genau. Und das seht ihr jetzt einmal ein bisschen einkochen lassen. Mhm. Und dann muss man sie noch ein bisschen anlapieren. Genau. Dann ist die eigentlich schon fertig, weil die muss man nämlich groß abschmecken. Die lassen wir jetzt einfach so ein bisschen ziehen nebenher. Genau. Wunderbar. Genau. Dann würde ich sagen, was machen wir jetzt mit dem Chicorée? Den Chicorée, den schneide ich jetzt noch nebenher. Jawohl. Das zeige ich. Und ganz wichtig beim Radicchio, beim Chicorée, die haben sehr viel Bitterstoffe, was sehr gesund ist. Aber die sind manche Leute einfach ein bisschen zu massiv oder ich sage einfach zu stark. Mhm. Da gibt es auch einen kleinen Trick. Man tut sie einfach lauwarm abwaschen. Ah, okay, das ist leicht. Durch das lauwarme Abwaschen können wir noch einfach hingehen, die Bitterstoffe etwas rausschwenken. Ja. Dann sind die nicht ganz so im Vordergrund. Okay. Ich mache jetzt gerade mal die Soße ein bisschen niedriger. Das ist das Tolle an Induktion, die reagiert sofort. Das ist natürlich schon prima. Genau. Ja, tun wir den ein bisschen auf die Seite. Jawohl. Wenn du mir nur den Apfel nebenher ein bisschen schneiden würdest, den Deppel da mit abschwenken. Für was nehmen wir den Apfel dann rein? Den Apfel, den geben wir einfach auch ein bisschen für die Säure noch dazu, dass wir ein bisschen so Fruchtsäure haben. Jawohl. Das ist eigentlich auch mal ganz lecker. Und ja, die Zeit ist ja auch gerade für den Apfel, das ist eigentlich auch ganz toll. Ja, nach dem Sensationsjahr, was wir an Apfelernte haben, da kann man sich so richtig... Letztes Jahr waren es wirklich Raritäten, die Äpfel am Schluss, weil man einfach zu wenig geerntet bekommen hat. Und dieses Jahr gleicht sich es eigentlich wieder aus. Das ist eigentlich immer so. Nee, super. Und da achten wir jetzt auch drauf, dass wir einen schönen Apfel mit schöner Säure nehmen, oder? Genau. Also wir haben ja die Auswahl ohne Ende, was wir für Apfelsorten nehmen können. Ob das jetzt ein Boskop ist oder ein Jonathan. Was auch ganz klasse ist, das mag ich speziell, sind so die Golden Delicious. Das ist eigentlich nur eine alte Sorte. Kriegt man nicht mehr so einfach her, aber sind natürlich auch eine wunderbare Geschichte.
Aber zu unserem Chicory und Radicchio machen wir schon noch, auch noch ein bisschen Kräuter rein, oder? Ja, natürlich. Da machen wir den Schnittlauch, den wir da haben. Okay. Machen wir noch ein bisschen drunter. Was Jawohl. Auch wichtig ist bei dem Radicchio und Chicory, dass man den jetzt ganz leicht abtropfen lässt, dass man einfach nicht das Wasser mit reinnimmt. Mhm. Deswegen habe ich den jetzt einfach in ein Sieb reingestellt. Ja, cool. Der hat den einfach kurz ganz kleines bisschen stehen lassen. In der Zeit können wir nämlich wunderbar unsere Pfanne einschalten, ein bisschen Butter reinmachen. Ja, ich gebe dir gerade Butter. Genau. Danke. Und dann können wir den nämlich ganz einfach ein bisschen ansetzen. Danach brauchen wir einen ganz kleinen Hauch Honig reinmachen. Mhm. Den ganz leicht mitschwenken, dass es leicht karamellisiert. Okay. Das gibt einfach einen ganz feinen Geschmack. Mhm. Dann löschen wir nochmal ab mit unserem... Also man sieht schon, immer ein bisschen süß, ein bisschen salzig. Der Konditor schlägt voll durch. Aber du hast mir verraten, du bist ja gerade noch im Studium. Ja, ich studiere noch nebenher. Das kommt auch noch so on top. Und was studiert man da so als Koch? Ich mache meinen Betriebswirt. Okay. Also BWL, und das ist in der Küche ganz wichtig, gerade in der Profiküche. Ja. Wir müssen da ganz viel kalkulieren, mit Wareneinkauf, wie man die Gerichte anbietet vom Preis her. Und da bietet sich das einfach an. Und ja, das ist auch wichtig, dass einfach ein Koch auch rechnen kann. So ist oder? Es. Das nee, aller Respekt, ich muss wirklich sagen, so ein Studium neben Hauptberuf, nebenher, alle Achtung, Chapeau, muss man sagen, das ist nicht ganz einfach, alles unter einen Hut zu bringen. Du bist zwar noch ein junger Kerl, aber trotzdem... Und dann diese Aufgabe zu haben, eine Küche zu leiten mit 6 Mitarbeitern, oder wie viel hast du jetzt mittlerweile? Also wir sind 2 Azubis okay, im 1. und 2. Lehrjahr. Dann haben wir noch 3 ausgelernte Köche und mit mir sind wir dann 4 ausgelernt, also 6 Leute. Und das ist natürlich schon, da den Dienstplan zu schreiben, die Einteilungen zu bringen. Du hast ja bestimmt das auch so mit deiner Küche gemacht, dass du einzelne Posten hast. Genau. Der eine macht Vorspeisen, Salate, die Schichteln. Der andere macht Dessert. Und was macht der Chef? Der Chef ist überall. Okay. Also ich bin ganz gern auf alle Posten. Mhm. Ich mache auch dann, wenn jemand frei hat, die Vertretung auf den Posten. Dann sehe einfach auch mal, wo es mal hakt. Oder kann einfach auch mehr mit unseren Azubis zusammenarbeiten. Dass man die einfach immer fordert, voranbringt, das finde ich ganz wichtig. Das ist auch wichtig. Heutzutage Auszubildende zu bekommen in unserem Job ist... Schwierig. Fast wieder 6er im Lotto, weil wir haben halt mal wirklich nicht gerade familienfreundliche und freundefreundliche Arbeitszeiten. Genau. Da muss man schon Koch mit Leidenschaft sein. Und wenn wir dann noch Nachwuchs bekommen, dann können wir alle zufrieden sein. Also das ist wirklich, da haben wir Glück mit unseren 2 Jungs, die wir haben. Jawohl. Und ja, man muss die auch fordern, das ist auch ganz wichtig. Das ist das Allerwichtigste. Jetzt gebe ich dir gerade noch den Honig. Wie man jetzt sieht, haben wir das jetzt schön ein bisschen angeschwenkt. Schwitzt das schön und jetzt tun wir wirklich bis einen Löffel Honig rein, das reicht vollkommen. Also das ist schon wieder so eine ganz coole Kombi. Und das nimmt auch dem Chicory auch wieder so ein bisschen die Bitterheit. Ja. Ich nehme es gerade ab. Danke. Und das jetzt ganz kurz nur weg. Der Honig ist natürlich so hoch konzentriert einfach, dass das sehr schnell karamellisiert und auch verbrennen könnte. Und das wollen wir ja nicht. Und jetzt sieht man schon, so ganz leicht, es fängt es an karamellisieren. Mhm. Und da muss man einfach vorsichtig sein. Und da kommt jetzt der raffinierte Glühwein rein. Genau. Der weiße, da ist schon ein bisschen Zimt, Sternanis und Nelke mit integriert, dass man einen schönen, adventlichen, weihnachtlichen Geschmack kriegt. Genau. Also ich glaube, dass das ganz, ganz gut harmoniert. Und ganz zum Schluss machen wir auch den Radicchio rein. Hätte ich jetzt auch gesagt, weil sonst haben wir bloß lätschig. So haben wir jetzt einfach von allem ein bisschen. Wir haben eine Säure, wir haben eine Süße, wir haben einen Biss vom Apfel. Okay. Und ganz zum Schluss einfach auch den Radicchio auf der Farbe. Mhm. Jetzt schaue ich gerade mal noch ganz schnell nach unsere Polardenbrüstel. Die haben es auch bald, also die lassen wir jetzt einfach noch. Wir haben Temperatur jetzt auf 90 Grad runtergedreht. Die lassen wir jetzt einfach nur schön entspannen ziehen, dass wir es dann nachher später anrichten können. Unser Sellerie hat es jetzt dann auch, wie man sieht. Den lassen wir schon ein bisschen köcheln, oder? Genau. Wunderbar. Die Soße haben wir dann auch soweit vorbereitet. Das ist dann auch super. Dann würde ich sagen, wir gehen noch einmal in die Pause und wenn wir zurückkommen, verändern wir unser Gericht. Wir zeigen Ihnen nachher noch, wie wir es mit den Spekulatien anrichten. Oder anstellen, dass wir die klein bekommen. Und dann freuen wir uns, wenn Sie dranbleiben. Bis dahin. Herzlich willkommen zurück aus unserer Pause. Wir haben jetzt den Sellerie schön weich gekocht. Christian wird den jetzt schön pürieren, oder? Genau. Wie lange brauchen wir noch? Halbe Stunde? Nee, Schmarrn.
Machen wir ganz kurz, ganz genau. Schön. Pürierstab hast du? Genau. Ah, wunderbar. So. Müssen wir da noch irgendwie was angießen oder nochmal nachwürzen oder so? Das würde ich immer erst machen, wenn man es püriert hat. Okay. Ob man noch ein bisschen Flüssigkeit braucht oder ob man noch ein bisschen Salz braucht oder einfach Gewürze. Ja, ja, ja. Das muss man immer erst danach machen, weil da ist auch wieder so das Credo, jeder, der eine braucht ein bisschen salzig, der andere weniger salzig. Der eine Sellerie schluckt mehr. Ja, ich glaube, wir können dann bald, oder? Ja. Kleines Butterflöckchen. Ja, siehst du, das kriegt auch einen wunderschönen Glanz. Genau. Cool. So wie es aussieht, müssen wir wahrscheinlich gar keine Flüssigkeit mehr nachgeben. Und man muss den wirklich gut mixen, weil ja. Sellerie natürlich relativ fest ist. Mhm. Und man möchte natürlich ein glattes Püree haben. Ja, klar. Ein bisschen Knorpel darf schon drin sein. Man darf ja auch ein bisschen Flüssig haben, oder? Genau. Das ist ja super. Ja, du, aber im Bräustüble, da kocht sie natürlich auch regional, oder? Ihr seid ja am Anfang oder mitten im Allgäu. Was gibt's denn da so auf der Speisekarte? Also wir sind natürlich sehr regional verbunden. Ja. Auch mit unserer einheimischen Sache. Das geht schon los bei unserem Reh und bei unserem Wild, wo wir haben. Das ist alles regional. Also vom einheimischen Wald aus Heimerkoch, also Meckhals. Ich wollte gerade sagen, das wird halt irgendwo in Heimerkoch im Wald geschossen. Genau, genau. Und da haben wir echt, der bezieht mir sehr direkt, weil wir das natürlich auch wollen. Und, ja, klar, ja klar. Das ist für uns ganz wichtig, solche Sachen so regional wie möglich zu beziehen, weil man damit kann man sich auch sehr gut nach außen identifizieren. Und ja, und Meckhals steht ja auch für die Regionalität. So ist es, genau. Also diese Brauerei schreit ja, oder deine Bräustüble schreit ja regelrecht nach regionalen Produkten. Und sind wir uns ehrlich, wir müssen nicht irgendwie mit ausländischen oder sagen wir mal mit Meeresfrüchten oder so anfangen. Nee, also da bin ich auch beim Fisch bin ich auch echt regional bezogen. Also ich möchte lieber regionale Fische, schöne Forelle oder ein Saibling, da brauche ich jetzt gar nichts vom Meer oder so, weil wir sind so weit im Süden und von uns zum Meer ist einfach zweit. Genau. Und wir sind nicht in Hamburg, wir sind in Heimerkoch und das ist für uns ganz wichtig. Also wir möchten uns da schon sehr mit den lokalen Produkte identifizieren. Super toll. Das ist eigentlich auch so mein Credo. Schneid jetzt für dich noch der Petersilie für die Soße, oder? Ja. Und jetzt so kann man langsam den Chicorée reinmachen, dass der natürlich auch noch einmal durchzieht, dass der von dem Sud natürlich auch was aufnimmt, den wir einfach haben. Wie man sieht, das haben wir ganz leicht gemacht, ganz leicht kalter. Und das machst du ganz am Schluss dazu? Genau. Und man sieht jetzt auch hier der Chicorée, der ist jetzt auch, der wird jetzt glasig, der zieht jetzt durch und wir haben jetzt von der Hitze, also wirklich auf klein, das kocht man nicht mehr, wir lassen das jetzt einfach ziehen, dass es nicht kalt wird, so von der Hitze her und der Rest lassen wir einfach durchziehen, dass auch der Radicchio einfach ein bisschen so was Knackiges hat, wenn man drauf beißt und das ist einfach... Du, apropos knackig, du wolltest uns noch zeigen, wenn wir den Crunch machen aus dem Spekulatien. Jetzt schneide ich noch ganz kurz den Schnittlauch. Da gibt es eigentlich einen ganz einfachen Trick, wenn man Crunch macht. Ja? Ich gehe immer hin, ich nehme einfach so ein Beutele, wo man sonst einfach die Sache eingefrieren kann. Da mache ich das rein. Mach den Ober ein bisschen zu, wenn du fertig bist mit Schneider. Jawohl. Ich beeil mich schon, weißt du? Ja. Baust wieder Druck auf, gell? Ja, immer. So, dann geh ich ein bisschen auf Seite. Man kann einfach ein Töpfchen nehmen, man kann aber auch einen Fleischklopfer nehmen. Ja, das ist ganz egal. Ja, ja. Oder das Bügeleisen, das wäre auch was. Super. Klar. Und dann einfach in die Tüte rein, bis dir die Luft rauslasse, dass sie nicht gleich platzt. Und dann einfach grob kleinschlagen, sodass man einfach so ein bisschen die Brösel hat. Okay. Und das reicht vollkommen, man braucht gar nicht mehr. Und das können wir nachher dann wunderbar über unsere, ich schütze mal hier hin, über oder unter unsere Maispolade machen. Cool. Und dann hat man sowas, wo knuspert. Man hat auch wirklich dann den Advent oder die Weihnachtszeit mit auf dem Teller. Also ich finde das eine tolle Geschichte. Die eine könnten es von mir aus auch mit Vanillegipfel machen, aber wir machen das jetzt mit Spekulatien. Die Soße ist auch schon wunderbar, ganz toll. So. Und wenn die Soße natürlich zu weit einreduziert, das ist gar kein Problem, dann macht man einfach wieder einen kleinen Schuss. Schau mal, wie das Farbenbild ist. Von unserem Glühwein drauf. Genau. Und dann ist das perfekt. Ja, super. Du, jetzt schaue ich gerade mal nach unserem Biertipp. So, der
Der Christian hat uns einen leckeren Festmerzen, passend für die Festtage mitgebracht. Den probieren wir jetzt natürlich, was das für ein tolles Bier ist. Ist natürlich mit Tettnanger Hopfen gebraut, verschiedene Gersten. Also da lassen sich die Brauer in der Region immer schon was Tolles einfallen. Hast du kurz Zeit, dass wir anstoßen können? Natürlich. Super. Ja, super. Schön. Danke. Sieht toll aus. Jetzt schmecken wir mal. Ah, wunderbar. Boah, das kann man trinken. Da kann Weihnachten kommen. Ja, super. So, und wie man sieht, haben wir jetzt alles soweit fertig. Fangen wir an mit unserem Püree. Jawohl. Du zeigst uns, wie wir das machen. Darunter würde ich ein bisschen was von dem Crunch machen, dass das einfach gleich unter unserer Poularde liegt. Genauso als Bett quasi. Mach ich das so richtig? Perfekt. Cool. Jetzt setzen wir unsere Poularde hier drauf. Jetzt gebe ich doch ganz zum Schluss noch in unser Gemüse noch ein bisschen Schnittlauch, dann haben wir noch mal ein bisschen Frische drin. Genau. Und das Gemüse würde ich eigentlich ganz einfach auch bloß anlegen. Da, ja, auch von klasse. Dem Sud darf ruhig ein bisschen was mit drauf, weil der hat das natürlich den ganzen Geschmack von dem Chicorée, von den Äpfeln. Und der tolle Radicchio. Honiggeschmack. Also natürlich, glaub, man sieht auch richtig das super toll. Hier die Farbe von dem Radicchio in unserem Sud drin. Und das ist kompletter Geschmack. Es gibt einfach nochmal ein tolles Farbenspiel. Genau. Ja. Dann und jetzt kommt ein bisschen unser Sösle. Das tun wir auch noch ein bisschen annappieren. Und man darf das auch wirklich so richtig schön einreduzieren. Das ist wunderbar so. Und dann kann man das einfach auch ganz einfach so ein bisschen drüber schwallen lassen. Und dann ist das einwandfrei. Bei dir ist ein kleiner Picasso verloren gegangen. So, und ich bin so frei und setze noch ein bisschen Schnittlauch an. Und voilà. Dann haben wir unser... Klasse. Richtig toll, richtig super. Liebe Zuschauer, schauen Sie. Das könnte doch an Weihnachten bei Ihnen auf dem Tisch stehen. Wir haben uns riesig gefreut. Mich hat es sehr gefreut, dass du wieder mein Gast am Herd warst. Ich denke immer wieder gerne, trinke immer gutes, leckeres Bier mit. Dann freuen wir uns. Und wir freuen uns auf Sie, liebe Zuschauer, auf die nächste wertvolle Kochensendung. Bis dahin bleiben Sie mir regional und verbunden, Ihr Ralf Hörger. Zum Wohl. So, liebe Zuschauer, in der nächsten Folge Wertvoll kochen koche ich mit Christian Lieb von der Meckharzer Brauerei. Sie können gespannt sein. Kalbsleber mit Äpfeln in Weißgoldsoße. Bis dahin bleiben Sie mir regional. Ich freue mich auf Sie.